Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zum Erfolgefarm. Ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das Ganze nennen soll, aber das ist, glaube ich, gerade so die passendste Beschreibung für das, was wir hier machen und oder was wir hier veranstalten. Wir haben ja beim letzten Mal hier großen Fokus auf die Geschichte hier gelegt. Dabei ist mir schon mal aufgefallen, dass von meinem ursprünglichen Plan abweichen, nämlich uns hier so langsam zu experimentieren. Man sieht hier gerade ganz extrem die Schwachpunkte daran, ne? Weil Sauerstoff atmen immer wieder ein Problem ist. Die müssen dann irgendwo hin, um zu schauen, wo finden wir noch ein bisschen Sauerstoff. Und ja, das ist alles noch nicht perfekt zu Ende gedacht. Ja, was da natürlich helfen könnte, wären die Sauerstoffmasken. Und da würde ich auch mal ganz gerne die nochmal wieder nutzen. Bauen wir doch mal eine Handwerksstation. Da können wir die, glaube ich, nämlich herstellen, wenn ich mich recht erinnere. Und dann haben wir hier die Kontrollstelle und das Sauerstoffmaskendock. Und dann können wir nämlich bei weiteren Entfernungen können wir die dann durchaus aufbauen und nutzen. Wie zum Beispiel hier unten würde das Ganze dann Sinn machen. Da gehen wir jetzt hin, holen da ein bisschen Material auf. Das ist in diesem Fall Eisen. Was Conny da holt, ja, das kann man auf jeden Fall alles nochmal verbessern. Wir sehen auch hier sauerstofftechnisch ist das alles nicht so das Gelbe vom Ei, was aber zum Großteil, da muss ich mich jetzt auch selber kritisieren, daran liegt, dass ich hier von meinem Plan abgewichen bin. Machen wir das doch mal wieder da beim Schleim machen wir es vielleicht nicht, wobei es hier da schon so kalt ist, dass da kaum noch Keime drin sind. Okay. Also wird es hier doch Sinn machen, da auch das restliche Abyssalit wegzunehmen. Damit die Kälte hier noch mehr rüber kann. Und da auch die restlichen Keime vernichtet. Macht ja durchaus Sinn. So, dann könnten wir hier nochmal ein bisschen buddeln. Ich lasse, glaube ich, so einzelne Ziegel mit einem Oxyfarm drauf, lasse ich da stehen. Ja, so, okay. Ein wenig mehr Tempo. Hier wird weiter aufgeräumt. Sehr gut. Verschmutztes Wasser kommt da rein. Wie viel Pips hier unterwegs sind, ne? Unglaublich. Ey. Das mit dem Wasser hier geht schneller, als ich dachte. Da müssen wir doch da dann auch eine Handpumpe reinbauen oder hier oben. Und der Weg hierher ist auf jeden Fall schneller. Na, schauen wir mal. Könnten natürlich auch das Wasser hier reinigen und da reinpumpen. Müsste man den einen Ziegel dort zerlegen. Macht das so. Alles, was wir hier an Pflanzen haben, können wir ebenfalls. Wegnehmen. Dann machen wir es einfach so, bauen hier eine Pumpe rein, reinigen das Wasser, lassen es da raus. Achso, das habe ich schon. Ein Stromkabel. Das müssen wir dann auch wirklich zeitnah dann in den Leiterkabel umbauen. Vielleicht müssen wir das sogar jetzt in dieser Folge schon machen. Ich weiß nur nicht, ob wir genügend veredeltes Metall haben. Wir hätten hier Blei. Aber es sind nur jeweils Blöcke mit 100 Kilogramm, wovon 50 Kilogramm überbleiben. Hier wäre Eisen.
noch eine. Ja. Gib du uns doch mal ein bisschen veredelt. Noch ein Pip-Quietscher. Ja, was soll's. Ich nimm ihn mal. Ja, die anderen drei haben alle so ein paar negative Eigenschaften, auf die ich auch verzichten könnte. Wo wird denn gerade überall gebuddelt? Okay, also wir kommen mit den Bauaufträgen definitiv nicht hinterher. Aber gerade so ein bisschen Julian verloren, der ja perfekt, okay, dann macht das mal ruhig weiter. Da müsste eigentlich noch eine Leiter mehr hin, sonst funktioniert das hier nicht. Hier braucht er natürlich auch noch Strom. Ja, das ist definitiv was da gleich zu, das ist definitiv gleich zu viel, was da dran hängt. So, das Rohr muss dann nach da noch verlegt werden. Dann müssen wir da noch gleich wieder dicht machen. Aber erstmal müsste da ausgebuddelt werden. Lieber einen nach unten, damit das überfüllt werden kann. Also, ja, ich finde gerade nicht die passenden Worte dafür, aber dass der Auslauf einen Überdruck bekommt, und wenn er da wäre, dann würde hier erst Wasser rauslaufen, bevor das passiert, und das könnten wir hier an dieser Stelle dann durchaus vermeiden. Und das würde ich dann auch gerne vermeiden. Feierabend zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Hier. Dann wird da der nächste, da. Oh, wir haben Fertigkeitspunkte, das habe ich übersehen. So, Abe sollte neben Kunst wahrscheinlich aufräumen, aber diese ganzen minus 5, ach so, wegen der Unterkühlung, okay. Ich überlege nur gerade, ob ich dir den Punkt gebe oder lieber die 400 Kilogramm mehr Tragfähigkeit. Ich nehme die Tragfähigkeit erstmal. Wenn wir sowieso bislang kaum Dekor Dinger aufgebaut.
Aber wobei wir das zumindest schon mal könnten, hätte ich es vielleicht doch umgekehrt gemacht. Was macht denn die Moral? Ja. Drei, sechs, sieben. Wir haben genügend. Ja, doch, wir haben von. Oh, aber unser Raumboden ist schon wieder zu kalt geworden hier. Ja, okay. Wahrscheinlich müssten wir. Wäre es praktisch, wenn wir hier einen Elektrolyzer hinbauen. So, der kann dahin. Damit wir es dann hier wieder dicht haben, ne? Das ist, glaube ich, offensichtlich. Und dann können wir hier den Rest anschließen, Kabel dran, und dann füllen wir den wieder auf, weil wir kommen jetzt auch gerade mit der Forschung nicht weiter, ne? So. So dürfte das doch gleich klappen. Da würde ich dann gleich auch mal ein bisschen sauberes Wasser drauf auskippen, weil wir sehen hier überall den verschmutzten Sauerstoff. Den möchte ich eigentlich nicht haben. Und da kommen wir ja gleich wieder an Wasser. Warten wir das mal kurz ab. Oder auch ein bisschen länger. Ach so, ich habe das auch nur beim Aufräumen noch stehen. Das würde ich dann jetzt auch mal rausnehmen. Ah, jetzt, okay. Das reicht ja schon. So. Haben wir hier alles raus? Nein, haben wir nicht. Woran liegt es? An der Priorität. Ja, lass ich. Was liegt hier denn noch rum? Lass ich es vielleicht den Rest hier drin legen. Also das Salz hätte ich hier schon ganz gerne. Das ist schon auf 7. Eigentlich hätte ich hier alles ganz gerne raus. Dann muss hier halt mal Gas austreten später, dass wir noch wieder reingehen. Dann ist das so, bis das fertig, alles fertig gebaut ist. So, wir können mit der Forschung weitermachen. Jetzt könnten wir entweder hier die Räume weiter ausbauen. Wir brauchen aber keine. Wir hätten ja hier oben auch noch welche zur Verfügung. Dann würde ich fast eher sagen, wir expandieren in diese Richtung. Bauen dafür die Leiter. Das sind dann 12 normale Ziegel. 3, 6, 9, 12. Und dann geht's so wieder weiter. Die Handwerksstation, jetzt können wir Sauerstoffmasken herstellen aus Aluminiumerz, Kupfererz, Eisenerz. Ich
erstmal stellen wir das auf dauerhaft und dann machen wir mal, ja, keine Ahnung, davon haben wir, nehmen wir mal 5 Stück. Da kommen wir für den Anfang bestimmt mit aus. Sind wir, ah ja gut, hier sind wir jetzt am Ende der Karte. Okay, das heißt, hier ist noch Schwefel, das ist schon mal ganz gut. So, Conny ist hier mit den Leitern beschäftigt. Bin eigentlich das Kalte hier noch nicht ausgraben, aber an dieser Seite hier können wir das ruhig schon machen. Plus die Rutschstange. So, jetzt haben wir hier nämlich auch eine Verbindung nach unten. Sehr gut. Entschuldigung, jetzt bin ich gerade gegen das Mikro gekommen. Da können wir das Abyssalit noch wegreißen. Aber hier setzt sich die Kälte noch nicht so durch, wie ich das mir gewünscht hatte. Schauen wir mal. So, wenn wir hier jetzt auf gleich, wenn wir hier gleich einen breiteren Tunnel haben, den dann noch nach unten weiterbauen. Für das CO2. Da können wir hier ja auch ein bisschen schnell noch mal eben durchgraben. Ne? Das ist ja dann mit einem flotten Julian schnell erledigt. Mir fällt gerade eine Frage wieder ein, die ihr gestellt habt in Bezug auf das CO2, das hier flüssig geworden war, was es jetzt aktuell aber nicht mehr wird, weil sich der Bereich hier scheinbar auch aufheizt. Eine Frage gab es dazu in Bezug auf, wenn wir das als Flüssigkeit wegpumpen. Das kann natürlich dann in der Flüssiggas, in der Rohrleitung, wo es flüssig ist, dann ja, wieder ausgasen und zu einem Gas werden und dann würde die Leitung kaputt gehen. Ne? Also das ist natürlich ein Problem, dass das kommen kann. Deswegen macht man das auch tendenziell eher nicht, es sei denn, man hat Leitungen, wo das nicht passiert. 3 Hatchling-Eier oder Sand? Ich glaube, 3 Hatchling-Eier bringen uns mehr. Okay, Conny baut hier gerade. Muss noch mal eben schauen. So, wir haben 7 Duplikanten im Einsatz. Die müssten doch eigentlich. Einen fürs Bauen und einen fürs Graben, beziehungsweise umgekehrt mit etwas niedrigerer Priorität. Reicht uns das? Oder anders formuliert, finde ich den Fortschritt, den es hier gibt, schnell genug. Das funktioniert mit den Gasen echt gut, also so breitere Korridore hier nach unten, das ist echt hilfreich.
Okay, Julian ist am Bauen. Das ist eigentlich nicht perfekt. Das sollte Conny besser machen. Dann können wir Julian... Wo war es nochmal mit dem... Das hier ist Eisen, Erz, alles. Hier ist eine Mischung aus beidem. Ich grab mal da, wo... Normales Eisenerz graben wir mal ein bisschen. Wo kam das jetzt her? Ach, das war vielleicht verschmutztes Eis, was hier runtergefallen ist, oder? Würde ich mal vermuten. Die Frage ist, ob ich hier vielleicht erst so einen kleinen Bogen nach oben mache zum Ausgraben, weil hier ist auch Eisen und Kohle und so weiter. Ja. Okay, die Wasserquellen hier gehen auch recht zügig zur Neige. Also da geht schon was durch, womit wir hier unseren Sauerstoff erzeugen. Lassen wir den schon mal erforschen oder besser nicht? Ich glaube ja. Muss ich halt aufpassen, ob der gerade aktiv ist, aber das werden wir feststellen. Möglicherweise schmerzhaft, aber ja. Ich überlege gerade, ob ich nicht hier einen guten Punkt hätte, um hier unten dann mit den Sauerstoffmasken zu handeln, weil hier ist es nicht so warm, dass wir hier Schutzanzüge bräuchten. Ich glaube, wir können mit den kleinen Sauerstoffmasken, außer natürlich hier unten dann oder wenn wir dann zu so einem Vulkan gehen, aber wir können auf dem ganzen Asteroiden recht viel mit den einfachen Sauerstoffmasken machen und sind damit auch deutlich effizienter. Also wenn Stationen sind doch nur ein Feld breit, oder? Ein Dock könnten wir da, die Kontrollstelle auch nur. Also wenn wir hier unten jetzt mal von drei, also wir würden hier dann machen wir es noch ein bisschen tiefer, dass wir da mit dem Wasser nicht so in Bedrängnis kommen. 1, 2, 3. Also wenn ich hier dann die neue Leiter hinbauen würde, dann machen wir die Rutschstange bis dort. Machen hier ein paar Ziegel hin. Gitterziegel, damit hier der Gasaustausch trotzdem stattfinden kann. Und dann arbeiten wir hier weiter mit den... also machen wir es noch ein Feld höher. Dann können wir nämlich den Oxyfahren da stehen lassen. Machen wir es ruhig so. Ich glaube, wenn wir hier mit drei wenn wir hier drei Docks bauen, dann ist das schon ganz in Ordnung. Kommt da die Kontrollstelle hin? Die haben mittlerweile, genau, die haben mittlerweile einen Anschluss auch. Ich überlege gerade, wo ich den Sauerstoff am besten abpumpe. Und ich denke, das macht hier wahrscheinlich Sinn, ne?
Ja. Weil hier, ich habe erst überlegt hier, aber da sind wir nah dran an den am Speisesaal und auch an den Schlafräumen. Und hier wird ja relativ viel Sauerstoff gebraucht und den dann hier noch abzupumpen, macht, glaube ich, nicht so viel Sinn. Und hier sind wir dann nah an dem Elektrolyzer. Hier geht echt schnell, aber gut, dafür ist das hier fast wieder voll. Das dürfte ein kleiner Vulkan sein, oder? Drei Felder Neutronium nur, oder ist es irgendwas Verbuggtes wieder? So, gut gemacht, Julian. Jetzt kannst du erst wieder woanders buddeln. Während wir hier bauen. Dann legen wir mal als nächstes hier Hand an. Dass wir da einfach die Menge an was wir da an kaltem Material haben, ein bisschen reduzieren. So, die Gasleitung müssten wir dann von hier aus da runterlegen. Eine Gaspumpe, ruhig aus Eisen. Wenn ich die hier hinpacke, weil hier wird sich ja tendenziell auch noch mal ein bisschen CO2 sammeln, aber hier oben sollte es größtenteils Sauerstoff sein. Dann könnten wir hier noch... Okay, wir haben noch gar nicht alles dafür erforscht. Okay, ich habe gedacht, wir machen hier noch eine Filterstation rein. Ja, also eine, die keinen Strom verbraucht, aber das geht dann an der Stelle noch nicht. Apropos Leiterkabel, wie sieht's denn hier aus? Das ist nicht so viel veredeltes Eisen, wie ich gerne hätte. Aber wir müssen trotzdem anfangen, das Ganze umzubauen. Das hier würde ich mal beides zerlegen, weil da haben wir dann hier einen, naja, was heißt langes Kabel, aber ein Kabel, das wir uns eigentlich sparen könnten, weil den können wir auch in die Nähe des vorhandenen Kabels setzen. Also beispielsweise hier oben hin. Und dann haben wir da kürzere Strecken. Fühlt sich auch so an, als ob wir hier weniger Wasserstoff verbrauchen, als wir dazu bekommen. Es wird nicht weniger, ne? Ich glaube, das hier schließe ich auch mal für einen Moment, weil da kommt so viel Erdgas hier raus. Da ist ja jetzt nichts drin, was wir... Ah, Eis. Wieso ist denn das... Achso, das haben wir da wahrscheinlich. Ja, da müssen wir es doch nochmal. Weil das soll ja da reingebracht werden. Das ist wahrscheinlich das, was wir noch ausgegraben haben. Ne? Habe ich auch nicht drauf geachtet. Mensch, Mensch, Mensch. Nochmal zwei Pip-Eier. Wir haben ja auch noch nicht genügend, ne? Was haben wir denn sonst für Duplikanten? Catalina ist nicht so... Ellie, Stärke, Medizin, Sternäugig. Ich nehme die Pip-Eier. Nein.
Das können wir später, wenn ich feststelle, der hat aufgehört zu arbeiten, dann können wir das immer noch rausnehmen. Verflüssigbar. Wir werden irgendwo hier was rumliegen haben. Beziehungsweise hatten wir wahrscheinlich. Ist das jetzt schon komplett flüssig geworden, was uns geärgert hat. Beziehungsweise noch ein bisschen ärgern wird, weil das hier jetzt überall ausgast. Sogar schon komplett vollgelaufen hier. Mei, oh mei, oh mei. So, das haben wir alles. Wie sieht es denn aus an unserem Stromnetz? Sind schon bei. Also, da die jetzt raus ist aus dem System, weil da quasi nichts mehr kommt, würde ich dann die jetzt anschließen. Dann können wir hier die Anzüge liefern. Machen es hier dicht. Und stopp, die hier habe ich auch immer hochstehen eigentlich. Und dann müssen wir da gleich noch die Kontrollstelle bauen. Dann haben wir das Ganze fertig und arbeiten da unten dann. Mit, ja. Okay, das ist auch gerade noch eine schlechte Idee. Der ist nämlich auch aktiv. Da kommen wir gerade auch nicht hin. Oje, oje, oje. Ja, hier unten nochmal aufwischen. Ah, der hätte auch noch mehr machen können. Mensch. Sind die Masken gebaut? Ja, die 5 Masken sind gebaut. So, jetzt müssen die. Ach, Nummer 1 ist geliefert, sehr schön. Sauerstoff kommt auch. Aber auch ein bisschen CO2. Hm. Oh. Abe, dem hatte ich gerade den ersten Punkt da gegeben und mich drüber geärgert. Deswegen machen wir jetzt da oben weiter. Andrea. Okay, Billabon. Dann ist jetzt auch das Schutzanzugtraining nicht so ganz so wichtig erstmal. Dann geben wir da den Punkt. Harry Fox hat auch hier schon. Ja, Julian hat bislang nur graben. Dann nehmen wir ein bisschen Tragfähigkeit dazu. Und bei Conny Was machen wir denn mit dir? Die verbesserte Tragfähigkeit 2 würde ich nicht nehmen wollen, weil das ist so ein Moralkiller, den wir nicht unbedingt brauchen. Was wir halt auf. Ja, was du auf jeden Fall brauchst, ist die Raketensteuerung 1. Das können wir mal definitiv machen. Ja, Schaden durch falsche Elemente. Achso, das wollte ich ja nachschauen. Die Rohrgassensoren, die nicht mit Keimen zu tun haben. Bin ich blöd? Oh, da ist noch was.
Da, das sind die entscheidenden. Die müssen wir nach oben schieben. Dann machen wir das mal, weil dann können wir hier unser Filtersystem einbauen. Jetzt die Sauerstoffmasken fertig, dann können wir hier ja jetzt auch weiter ausgraben. Vielleicht machen wir es hier mal identisch. Die Sauerstoffmasken sind schon gut für genau solche Sachen, ne? Ich bedenke, wie oft Julian normalerweise jetzt hin und zurück gelaufen wäre, um wieder atmen zu können. Wo kommt denn jetzt noch wieder mehr her? Das gibt's doch nicht. Okay, Conny ist am Graben, das heißt, ich war zu langsam mit Bauaufträgen. Dann machen wir hier mal weiter. So, was macht hier das? Ja, es wird langsam kühler. Vielleicht kriegen wir es sogar doch hin. Dann könnten wir theoretisch, obwohl ich weiß gar nicht, ob wir das da recht als Räume überhaupt brauchen. Das ignorieren wir mal. Dann bauen wir hier mal die Leiter hoch, dass wir das theoretisch nutzen könnten. Plus dort die Ziegel. Gibt es einen Weg so? Ja, okay, alles gut. Erdgas. Ne, erstmal machen wir jetzt Ende. Ich habe nämlich schon wieder überzogen. Ja, das hier müssen wir gleich unbedingt machen. Haben wir denn schon das Nichtgatter? Ja, das haben wir. Machen wir das ruhig hier direkt am in dem Bereich. Ja, Gasabzug und das andere kann ich dann gleich erst bauen. Gut, okay, dann war's das für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, und würde sagen, morgen geht's weiter. Macht's gut, bis bald und tschüss.